Winter. Gewöhnlich. Guten Tag. Hallo. Es ist zu kalt. Und herzlich willkommen. Man kann auch zurück. Haben, aber dieses Jahr hatten wir nichts als Pech. Martha, dürfen wir nicht. Vor einiger Zeit hatte ich Arbeit in Exeter. Man bot mir die Stelle als Baumeister des Kastellans an. Ich sollte die Befestigungen der Stadt instand halten. Ich wäre für den Rest meines Lebens beschäftigt gewesen. Und wir hätten wie Bischöfe gelebt. Was ist passiert? Ich habe abgelehnt. Es war keine Kathedrale. Und ich wollte eine Kathedrale bauen. Ich war ein Narr. Als gäbe es nicht schon genug Kirchen. Ich habe mal an einer gearbeitet. Das war gute Arbeit. Danke, Jack. Fragt am besten Martha, wenn ihr mehr wissen wollt. Sie kennt mein Gerede inzwischen auswendig. Weißt du, ein Mann wie du sollte nicht so hart zu sich sein. Nein. Ich habe mein eigenes Kind im Wald zurückgelassen. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Manchmal sterben Frauen im Kindbett. Und manchmal lassen Männer ihre Neugeborenen im Stich. Es ist selten, dass sie sich ein Herz fassen und zurückkehren. Lebt ihr deshalb allein hier im Wald? Nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Eine, die ich noch nicht einmal Jack erzählt habe. Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir seither gezwungen sind, in dieser Höhle zu leben. Fern der Gesetze der Stadt. Nur wir und der Wald. Und wovon lebt ihr? Wir jagen, wir sammeln. Es reicht gerade für uns zwei. Heute hätten wir euch sogar fast Wild anbieten können. Aber das Fleisch ist verdorben, bevor wir es räuchern konnten. Was ist eine Kathedrale? Ein großes Haus, wo Leute beten. Sie gehen dahin, um zu betteln? Nein, sie betteln nicht. Sie reden mit Gott. Es ist ein Ort des Gebets und ein Heim für Priester und Mönche. Oh. Esst, Kinder. Ihr werdet eure Kräfte brauchen. Genau wie du, Herr Baumeister. Komm, hau rein. Das werde ich. Danke. Wir wollen nur auch noch ein bisschen was haben. Sie schlafen jetzt. Also, worum geht's? Ich sagte dir, dass der Mönch das Kind zu einer nahegelegenen Zelle mitgenommen hat. Das stimmt auch. Aber es wäre ein großer Fehler, den Kleinen von dort zurückzuholen. Was? Wieso? Weil du es warst, der ihn ausgesetzt hat. Das gilt als Mord. Dann muss ich ihn stehlen. Ich bin sein Vater. Ich muss ihn zurückholen. Es ist meine Pflicht. Und was dann? Du hast keine Arbeit. Du verdienst kein Geld. Ein Baby braucht viel Fürsorge. Mehr als Martha und Alfred jetzt. Wie willst du es ernähren? Aber was soll ich dann tun? Leben wie ihr? Ich habe keine Ahnung vom Jagen. Ich bin Steinmetz. Ich bin eher in einer Burg zu Hause als hier. Überlass das Kind den Mönchen. Sie werden sich darum kümmern. Und du musst das Kind nicht herumtragen, wenn du Arbeit suchst. Und wenn du eine Stelle gefunden hast, kommst du zurück und holst es. Ich weiß nicht. Seit Agnes tot ist, weiß ich überhaupt nichts mehr. Du bist ein guter Mensch, Tom Bilder. Du bist sanftmütig und stark. Du wirst das Richtige tun. Du musst es auch nicht alleine durchstehen. Jack und ich werden diesen Ort bald verlassen müssen. Es steht ein harter Winter bevor. Und wenn wir bleiben würden, könnte es uns vielleicht das Leben kosten. Wir könnten uns zusammenschließen. Ich weiß nicht. Ich habe mit meinen eigenen Kindern schon alle Hände voll zu tun. Ich könnte dir dabei helfen, dich um sie zu kümmern. Unter der Voraussetzung, dass du meinem Sohn beibringst, wie man in der Menschenwelt zurechtkommt. Wir mögen noch Fremde sein, aber gemeinsam haben wir eine bessere Chance zu überleben. Lass uns zusammengehen und uns gegenseitig stützen, wo immer wir können. Die Lebenden müssen für die Lebenden sorgen. Genau. Jene Nacht träumte ich von einer merkwürdigen Welt. Einer Welt von Rittern und Mönchen,
die in einer großen dunklen Höhle aufeinander Jagd machten. Es gab kleine Burgen, tote Rehe und einen Riesen namens Tom. In dem Traum war ich glücklich. Ich hielt die Hand meiner Mutter und lauschte den mysteriösen Lehren des merkwürdigen Riesen. Du hast ein Reh erlegt, aber das Fleisch schlecht werden lassen, ich Depp. Aber nasses Holz haben wir ja gesucht und nicht gefunden. Naja, du bist Tom Bilders Familie begegnet. Du warst freundlich und hast Alfred zuerst zu begeben. Da habe ich drauf geachtet, dass wir vielleicht ein bisschen tolerierter oder Toleranz bekommen. So rum von Alfred. Und toleriert uns jetzt nun. Und du freust dich darauf, den Wald endlich zu verlassen. Lass uns mal so über Jack und Ellen und Ellens Leben als Outlaw gefunden. Und nun haben wir einen Teil mehr. Kapitel 3: Die Verschwörung. Palast von Bischof Waldigend. Habe ich nicht ganz mitbekommen. Unser Prior Philipp. Ah, Bischof von Valeran. Immer noch Winter. Wir haben unseren Brief, den Graf von Scheiding wird im Krieg auslösen. Der Brief ist der Beweis und das Wort Gottes. Und ich glaube, wir gehen mal auf den Weg, denn da haben wir ja... Ich will helfen. Mehr. Ich muss bleiben. Ach so. Ja, gut. Palast. Ich kann das nicht. Was wenn ich versage? Was wenn ich es schaffe, sollte ich hier nicht sein? Naja. Fässer mit Äpfeln. Uiuiui, vielleicht empfängt mich der Bischof nicht. Oder mich nicht. So. Mein Pony muss bald fressen. Sollte ich welche nehmen? Ich nehme hier lieber nichts mit. Ich kann mein Pony auch in Kingsbridge füttern. Was? Wir gehen mal zur Tür und fragen nach, ob wir eventuell unserem Pony ein bisschen Gutmütigkeit ergeben können. Warum muss ich nur so unsicher sein? Ich vertraue Francis. Er kennt sich mit diesen Dingen aus. Wie kann ich euch helfen? Ich muss den Bischof sprechen. Wen darf ich dem Herrn Bischof ankündigen? Ich bin Philipp von Gwynedd. Und was soll ich Bischof Walleran als den Grund eures Besuchs nennen? Der Herr Bischof besteht darauf, dass ich diese Frage an Besucher richte. Ich fürchte, das kann ich nur dem Bischof selbst sagen. Der Herr Bischof möchte im Voraus Bescheid wissen. In diesem Fall werden wir eine Ausnahme machen müssen. Bitte wartet hier. Und nun? Ob ich mir einfach welche nehmen kann für mein... Nein, nee, guck mal hier. Aber ansonsten gibt's hier echt nichts, Wer ne? Wer bin ich, dass ich in der Nacht zum Bischof schleiche? Wie ein Dieb. Warum sollte der Bischof mich empfangen? Meine Kapelle in St. John ist kleiner als dieses Nebengebäude. Oh. Der Herr Bischof empfängt euch jetzt.
Supi, dann können wir da was machen. Wir haben nichts gestohlen, nichts gemacht. Der Bischof. Philip von Gwyneth. Der ehrwürdige Herr Bischof Walleran Bigot. Bitte, setzt euch. Vielen Dank, ehrwürdiger Herr. Bitte nennt mich Walleran. Ich hörte, ihr habt in der kleinen Zelle im Wald gute Arbeit geleistet. Ich bin überrascht, dass ihr davon wisst. Als Bischof bin ich ex officio Abt von Kingsbridge. Daher muss ich davon wissen. Nun, Gott hat uns in St. John gesegnet. Ich wünschte, von der Priorei Kingsbridge könnte man das Gleiche sagen. Sagt mir, Prior Philip, was bringt euch zu so einer späten Stunde hierher? Timothy sagte, ihr wolltet es nur mir erzählen. Graf Bartholomäus von Shiring, kennt ihr ihn gut? Als Bischof muss ich mich mit Politik befassen. Es ist immer gut, wenn die Kirche ein Wort mitredet. Bartholomäus ist ein störrischer Kerl. Er widersetzt sich all meinen Ratschlägen. Und ich bin sein Bischof. Ich habe dasselbe über den Grafen von Gloucester gehört. Woher wisst ihr davon? Ah, steht euer Bruder Francis nicht im Dienste Graf Robert von Gloucesters? Hat er es euch erzählt? Verzeihung. Ich hörte es in einem Gasthaus auf meinem Weg nach Kingsbridge. Leider sehe ich meinen Bruder nur selten. Ihr müsst beide sehr viel zu tun haben. Aber wieso bringt ihr die Politik zur Sprache? Sagt mir, Philip, warum seid ihr hier? War es falsch von mir, zu euch zu kommen, Herr Bischof? Hätte ich den Brief besser zum Sheriff von Shiring bringen sollen? Justus ist gottlos, arrogant und korrupt, wie alle Sheriffs. Philip, woher habt ihr diesen Brief? Ich habe ihn unter Prior James Dokumenten in Kingsbridge gefunden. Ich bin dort ein paar Tage zu Gast. Prior James. Möge er in Frieden ruhen. Hat er nicht befohlen, dass alle Dokumente verbrannt werden sollen? Ihr wisst davon? Subprior Remigius hat es mal erwähnt. Ich habe die Brüder gebeten, James' Dokumente nicht zu verbrennen. Sie waren einverstanden. Ah ja. Und dort habt ihr den Brief gefunden? Ja. Timothy, lass uns allein. Und habt ihr sonst noch etwas gefunden? Nein, nur den Brief. Der Bote, der ihn bei sich trug, hatte einen Unfall und starb bei Kingsbridge. Im Krieg würden so viele sterben. Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme. Und tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Das Buch Hiob. Aber dies ist nicht das Werk Gottes, sondern des Grafen Bartholomäus. Oh, ihr seid wahrlich der Mann, von dem ich so viel gehört habe.
Ich werde mit Freunden von mir reden. Beten wir dafür, dass wir Graf Bartholomäus Pläne vereiteln können, bevor es zu spät ist. Ihr habt eine mutige Tat für die Kirche vollbracht, Bruder Philipp. Eine wirklich mutige Tat. Ihr solltet jetzt nach Kingsbridge zurückgehen. Und kein Wort davon zum Sheriff, ja? Ich breche sofort auf. Kein Wort davon zu irgendwem. Verstanden. Und wir gehen ganz gemütlich raus in einem Gleichschritt, den wir immer und immer wieder haben und kennen und machen und tun. Schieberibadabdabdibadibum. Ich frage mich, ob wir hier ein paar Äpfel... es wird uns wieder angekacht. Ich weiß es doch. Zeit zurückzureiten. Stimmt. Du hast lange nichts gefressen. Ich sollte sie füttern, bevor wir uns auf den Weg machen. Dann doch mit den Äpfeln. Ansonsten gibt uns das Pferd um oder das Pony halt. Das Pony gibt uns um und wir kommen nie mehr weiter hin. Ob ich mir einfach... Nein, ich depp. Ich nehme mir nur... ein paar Äpfel. Wir sollten auf. Achso, wir müssen natürlich noch. Wir sollen natürlich noch ein paar Äpfel hier dem Pony geben. Das magst du, oder? Du hast immer noch Hunger, was? Ich sollte sie füttern. Einmal können wir, glaube ich, und dann ist er mal fertig. Ich weiß nicht. So vorschnell sind alles immer auf. Ich habe mir schon ein paar. Ich sollte mir nichts. Wir sollten auf. Wir reiten besser. Ich sollte mein Glück nicht überstrapazieren. Wir finden dir unterwegs etwas zu fressen, alte Freundin. Hoffe ich. Die Höhle. Hast du genug Proviant eingepackt? Nicht, dass du uns verhungerst, Alfred. Du meinst diese steinharten Nüsse? Ja, hab genug. Hat jemand Martha gesehen? Die ist pissen gegangen. Ich such sie. Bin gleich wieder zurück. Du bist auch Steinmetz, stimmt's? Und nun sind wir wieder hier. Was hast du bisher gemacht? In der Höhle. Jack würde sicher gern etwas über deine Arbeit hören. Meine Freunde, wir gehen mal eine Runde hier weiter. Also wir sind hier rein. Nee, ist ein bisschen stiller. Und wir können uns nun verabschieden. Marva ist hier. Ich hab noch nicht. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ich werde dann Marva hier in der nächsten Episode rausholen. Und das, meine Freunde, nicht zu wenig. Wir sehen uns. Bis dann. Viel Spaß und lebet wohl.